Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde FIFA 20 und unsere Belohnungen sind da, Freunde. Division Rivals als auch Weekend League. Ich wurde scheinbar Rang 1, ja, Rang 1 in Division 5. Mittlerweile bin ich wieder Division 4, von daher wollen wir da natürlich dann Gas geben. Ich nehme direkt alles, natürlich, man übertreibt. Gold 2 bin ich geworden in der Weekend League. Ja, da müssen wir mal gucken. Spielerwahlobjekte. Ich hätte gerne Reus. Reus wäre geil. Ich krieg ihn aber nicht. Aber naja, gucken wir mal. Na, hier kriegen wir erstmal Joaquin. Nicht so ein geiler Pick. Und Pick 2. Wer ist es? Ja, Freunde. Dubravka. Noch am ehesten. Also, da schon mal. Ja. Kann man so sagen, Müll. Kann man schon so sagen. Jetzt haben wir 11 Packs natürlich noch. Da könnte was drin sein. Wir fangen an mit den Jumbo Premium Gold Packs, glaube ich. Ja. Das sind so die schlechtesten, glaube ich. Und dann gucken wir mal durch. Schon mal kein Walkout. Nicht mal Stadionspieler. Da geht natürlich mehr. Vinicius Junior ist der. Ah, das ist eins der Umverkauf-Packs. Paar Sachen packen wir trotzdem rein, einfach zum Direktverkauf, weil wir sie eh nicht brauchen. Wird dann eh nur rumgammeln. Gucken wir mal nächste Pack. Wieder kein Stadionspieler. So, das weg. Zack. Einmal wieder alle weg, die wir nicht brauchen. So, nächste Pack. Was ist denn hier heute los, ey? Also bisher nicht zufrieden, natürlich. Was ist da gerade so als. Puh. Bisher nicht zufrieden. Aber wie soll man damit auch zufrieden sein, ne? Jetzt mal im Ernst. Oh, jetzt vielleicht? Nee, kein Walkout. England. RM. BVB. Sancho. Jadon Sancho, 84er. Immerhin mein Stadionspieler, aber. Ja, spielen wird er bei mir auch nicht. Davon mal abgesehen. Bisschen Chemistry Styles, die sind immer okay. Okay. Oh, jetzt kommt hier eine Kennwortabfrage. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, das seltene Gold-Pack, dann die Mega-Packs, dann die seltenen Mega-Packs und dann die seltenen Spieler-Packs. So die Reihenfolge. Gucken wir mal, was im seltenen Gold-Pack drin ist. Nix. Kann man so sagen? Radu. Oh, das ist ein tauschbares Pack, sehe ich gerade. Dann können wir Radu auch weghauen. Und hier können wir mal gucken, ob man was für kriegt. Den Rest behalten wir natürlich. Ah, ein paar Münzen machen wir noch, immerhin. Dann die Megapacks, hatte ich gesagt, ne? Dann die seltenen Megapacks, dann die seltenen Spielerpacks. Gucken wir mal, ob hier heute noch was kommt. Hier erstmal nicht. Ist kein tauschbares Pack, also muss man da auch nicht irgendwie maximal. 1000 Münzen noch dran, immerhin. Uiuiuiui. Ja, bisher noch nicht zufrieden. Aber wer weiß, ne? Ein Pick kann das ganze Ding verändern. Hier kommt er auf jeden Fall nicht. Uiuiuiui.
So. Seltene Megapacks als nächstes. Ja, ich glaube, es ist nichts Gutes. Aspiquetta. Oder Aspiliqueta. Immerhin ein bisschen was wert. Packen wir mal rein. Ja, Radecki, Jimenez. Ist Radecki noch was wert? Kauft den jemand? Oh, 900, okay. Ich dachte kurz mehr, aber 900, den Rest können wir weg. Teamfitness viermal. Ist auch immer nice. Hier in das können wir reinpacken. Die anderen kauft eh keiner, glaube ich. Ja, die packen wir einfach weg. So, dann machen wir mal 5-4 mit dem Pack. Läuft doch. So, nächstes seltene Spieler-Pack. Ja, seltene Mega-Pack. Ja, da ist nichts drin. Nicht mal ein Stadionspieler, das ist immer hart. Und eine 82 der Beste. Bayern-Wappen mal direkt abstoßen. Ganz schön viele Spieler. Da machen wir auch allein mit dem Pack 6-8 schon. Läuft. Jetzt seltene Spieler-Packs. Wir haben zwei Stück. Da muss jetzt was kommen, Freunde. Wenn nicht, war das mal wieder eine pure Enttäuschung. Ja, kein Walkout. Kein Dings. Ja, Team of the Week kriegen wir hier. Schmutz. Aber immerhin. Ne, besser als nix. Ah, die sind untauschbar. Oh nein. Das ist jetzt eklig. Aber okay. Nächste Pack. Wir haben halt einen Team of the Week für irgendwelche SPCs. Da war auch nichts, wenn ich richtig gesehen habe. Wie beziehungsweise auch wieder Team of the Week. Newcastle United. Dubravka. Haben wir den nicht auch als Pick gehabt? Ja, hatten wir. Ja, Freunde. Kaum Doppelte, würde ich sagen. Kappa. Wie viel ist Sergio Roberto theoretisch wert? Auch nichts mehr. Den kauft auch keiner. Also, ja. Was soll ich sagen, Freunde? Picks. Nicht so geil diese Woche. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao.